So, da sind wir mal wieder bei Ark. Diesmal auf einer anderen Map sozusagen, auf Shigos Island. Dachte mal, guck ich mir das mal an. Hab mir hier mal so eine kleine Hütte hingebaut. Fand die Gegend hier ganz witzig. So ein Redwood-Biom, also mit großen Bäumen und riesigen Fliegenpilze. Hier auch noch kleinere Fliegenpilze. Ist nichts Besonderes, mir so ein kleines Areal hier abgesteckt sozusagen an so einem kleinen See, wo sogar Perlen drin sind, aber gut, da sind nur wenige und wenn ich die denn hier abernte, spawnen die ja nicht wieder. Ich habe hier so nicht so groß abgesichert, ein paar Spikes und eine Wand rum. Hier kommen selten welche her, größere gefährliche Viecher. Jo, soweit zur Base. Hier haben wir ein paar Baumkatzen organisiert sozusagen. Weil die gibt es ja in diesen Redwood-Biomen und die habe ich natürlich gleich getämt. Und auch angezuchtet. Das ist hier mein ja, Hauptreittier jetzt sozusagen, gezüchteter. Der ist schon ziemlich ja, weit fortgeschritten sozusagen. Gut, habe mir jetzt gerade ein paar Hyänen besorgt. Finde ich immer ganz witzig, ein Rudel. Aber das Züchten ist relativ schwierig. Ja, und jetzt seht ihr hier noch ein paar Mitspieler, denkt ihr? Ne, das sind halt auch NPCs durch eine Mod. Dachte die eigentlich, dass ich die mitnehmen kann, aber die sind noch zu schwach sozusagen. Die sind gerade mal Level 49, obwohl die, gut, ich müsste dann vielleicht auch nochmal ausrüsten, die Becky. Weiblich. Die hat jetzt das schon mehr Leben und Kampf und Eisenkram als ich, aber sind halt eben NPCs, läuft unter Tiere, sind halt nicht ganz so kräftig wie ich. Deswegen ist halt auch das Problem, dass die im Kampf denn unter Friendly Fire fallen, sozusagen, dass ich die meistens selber umbolzen statt die Tiere. Da muss ich mal gucken, ob ich die mal irgendwann mit in den Kampf nehme. Ja gut, das Windrad ist leider bloß Attrappe, funktioniert gelegentlich mal, also immer nicht immer. Soweit zu der Base hier. Innen drin ist auch bloß das Notwendigste. So, das eigentliche, was ich eigentlich vorhatte in diesem Video, ist hier eine Höhle zu besuchen, die hier in der Nähe ist. Gut, da werde ich jetzt mal mit meinem Brutus hinreiten. Die mit reinnehmen, weiß ich nicht. Brauchen wir ja weniger. Jedenfalls am Anfang werde ich den abstellen. Und dann mal reingucken. Ich habe da, wie gesagt, noch gar nichts. Ich habe bloß gesehen, dass da eine Höhle ist. Und wenn mal kurz rein, wo dann die ersten Spinnen und so kamen, bin ich dann gleich wieder raus. Mussten wir dann erstmal hier eine Rüstung besorgen, ein bisschen Waffen und so ein Kram, weil ich dann zu dem Zeitpunkt auch gar nicht hatte. Weil die Weile ist ein Singleplayer, also spiel bei mir auf dem Rechner. Hab da ja eigentlich nur die Dinos als Gegner. Und da lasse ich eigentlich meine Dinos gegen die antreten, da kämpfe ich ja nicht selber. Deswegen habe ich auch relativ schwache Einstellungen von den, sagen wir mal, Nahkampfschaden und so ein Kram. So, also kann ich ja nochmal zeigen, wo wir hier überhaupt sind auf der Map. Da ist schon mal der Eingang. Auf der Karte ist das hier. So sieht man das. Wir sind hier also auf, wie heißt das jetzt, was ist mein Name davon? Auf der kleinen Insel seht ihr ja da unten. Das wurde braune und das ist ja da die Bäume. Und hier ist das Gebirge. Da wollen wir jetzt rein. So, mal gucken, ich hatte hier noch rumflitzt. Mit meinem Tierchen. Geht so. Ich wollte hier ungern unbeaufsichtigt draußen stehen lassen. Ich glaube, hier drin wird irgendwo nichts passieren. Ach, hier ist ein Durchgang, den ich vorne gar nicht gesehen. Neutral, okay, da darf sich schon mal wehren.
So, wie waren jetzt hier noch Licht einschalten? Das war nicht. Das war wegstecken. Erst nachladen. Ach ja. Nee, das waren wir auch nicht. Meine Frau, wie waren das noch? Denke. Das kann nicht sein. F wie Flashlight ist es auch nicht. Was ist ja das? Ja. Nee, brauchen wir jetzt auch nichts. Das ist ja wieder Vorführeffekt. So, schon wieder bauen. Erzählen wir auch nichts. N was. Jetzt haben wir es. So. Da geht's schon los hier. Eieiei, hier brechen die FPS zusammen, ist ja der Hammer. Eieiei. Ist mal schon gut, dass die hier nicht wiederkommen. Habe ich aber schon gemerkt hier oberhalb diese Höhleneingang ist Vorkommen an. Toll. Das ist ja wieder voll praktisch. Pfeile hier alle verballert. Na gut, da haben wir ein paar wenigstens noch mitgenommen, Dick hier. Wir wollen jetzt was. So. What the fuck ist das denn da? Problem ist, wenn ich jetzt mit Pfeil und Bogen, der macht mir einen Schaden. Sie kommen in ihrem Video später überhaupt nicht mehr. Das hier an der Rucke, das müssen wir noch überarbeiten hier mit der Höhle. Da ist mein Rechner wohl überfordert hier mit dem Scheiß. Voila. Kleiner damit von dir wollte ich gar nicht, aber... Wie viel seid ihr hier? So viel Armor wird gar nicht mit. Ist auch ziemlich heiß hier drin, das ist natürlich ungünstig. So was kann ich ja leiden, überhaupt so ein Viehzeug war Giftschaden, ne? Jo, da muss ich mir noch irgendwie Granaten ausrüsten oder was. Das ist ja nicht normal. Ich hab da ja nicht die Spawnrate irgendwie angehoben oder sonst was. Man sieht ja gar nicht mehr, was schon down ist, was. Alter. Mit 13 FPS hier, das ist schon schwierig. Und ist der Ausgang da?
Weil jetzt war ich wieder mal vorsichtig hier. Wie viel Dachenbeben sind denn hier noch? Das war schade. Ich könnte ruhig einen mitnehmen, aber ne. Lebt hier noch was? Meine Fresse. Oh nee, mit Lava und so ein Scheiß hier. Ach du nein, nö, 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 nö. Da bin ich ja gar nicht ausgerüstet für. Oh, da kommt man jetzt hier. Jo, das ist ja wohl nicht normal, also. Da haben wir wohl die Arschkarte. Da bin ich ja die ganze Ausrüstung los, ja. Okay. Da müssen wir echt noch mal nachbessern. Ja, gut, ich werde mal zusehen. Ich glaube nicht, dass ich mein Zeug wieder kriege. Wir machen ja ein blödes. Kann ich da jetzt zu Fuß hin? Oh, ich meine, die werden sich ja nicht verpissen da. Direkt mal, so weit ist es ja nicht. Und auf dem Weg war es selten schwieriges Viehzeug. Aber da ist schon mal, ich hab da jetzt mal, wie gesagt, bei der Spawnrate hier draußen ist die Population ja relativ normal. Denke ich mal. Ich hab da nichts verändert. Warum in den Höhlen denn immer so exorbitant viel Zeug immer rumflitzt? Nun ja. Ja, gut, jetzt die Knarre und den Kram, das kann man alles ersetzen, ist ja nicht das Problem. Ja, schon ein bisschen Problem. Das einzige Problem, was ich hier habe, ist an Perlen immer ranzukommen, weil ich das Wasser eigentlich meide. So, weiter geht's. Hauptsächlich müssen wir unseren Brutus erholen, aber die Viecher werden ja hoffentlich nicht da in den Vorraum kommen. Hallo Schweinchen. Hier draußen geht's. Hier habe ich konstante 45 PS. FPS, so rum, nicht PS. PS wäre ein bisschen wenig heutzutage. So. Da ist ja schon mal der Eingang. Ups, komm ich hier nicht rüber. So. Oh doch, da sind doch da hinten. Aber darf er sich ja wehren zum Glück. Oh scheiße, Brutus gekillt. Der hatte 2000 live. Oh, hier ist ja noch mehr. Das war ja ein Reinfall. Mein Brutus gekillt. Das gibt's doch gar nicht. Da bin ich jetzt aber schwer enttäuscht. Scheiß Höhlen. Der war schon so hoch, der Brutus. Gezüchtet. Gut. Dann müssen wir uns halt einen neuen. Das ist ja jetzt ein herber Rückschlag. Ah, die Klappe, Dodo. Da waren aber auch Massen. Ist ja nicht normal. Ist ja kein Wunder, dass die FPS da zusammenbrechen. Ja, ne, ansonsten die Karte an sich, ja, ist okay. Über, wie gesagt, Meere kann ich nicht viel zu sagen. Weil ja da mag ich nicht hin, wo ich nicht unbedingt muss.
Achso, hier mit diesen NPCs ist, wie heißt die Mod noch? NPC Bush People. Die ist ganz witzig. So, dann muss ich mir einen neuen Brutus besorgen. Die ganzen, meine ganze Ausrüstung auch weg, da werde ich wohl so schnell nicht hinkommen. Gut, dann werde ich erstmal wieder farmen dürfen. Soweit zum Ausflug in der Höhle. Haut rein!